So, ihr habt Bild, ihr habt Ton, ihr habt alles. Dann wollen wir mal. Ich wollte das letzte Mal noch irgendwas an dem Haus da machen. Genau, das noch Scharlachfäule, Krütze, wie auch immer man es nennt. aber was wollte ich da machen? Moment. Ich wollte das irgendwie weghaben, ne? Irgendwas hatte ich da noch im Hinterkopf gehabt, bevor wir weitermachen. Da ist der Hutshop, da haben wir schon alles gekauft. Steinzeit als neu. Danke, Plecki. Na, ob das hilft, ich weiß ja nicht. aber danke. Ich habe meine Steinzeit gespielt, aber das war... Ja, ich habe damals als Counter-Strike LAN-Party, ne? Also damals, als ich noch jung war, ja, die Zeit gab's, waren LAN-Partys in, weil noch niemand Internet hatte. Und da hat man sich mit Freunden getroffen, in der Garage oder so. Oder in den Elternwohnzimmer. Hm. Oh, ich glaube, das ist eine böse Truhe, oder? Ja. Och, Subsi, ernsthaft. Jan, jetzt? Ah, da hinten. Und da gab es nicht viele Spiele, die man damals spielen konnte. Wir haben meistens Duke Nukem gespielt. Das allererste. Und sechs Feinde. Da oben. Oh, da ist noch einer. Dann haben wir Counter-Strike gespielt. Was eigentlich gar nicht meins ist. Aber man hatte halt nichts. Und man wollte halt mitspielen. Und was aber cool war, war Team Fortress. Ist auch eine Half-Life-Mod gewesen. Und dann eigenständig. Team Fortress hat Spaß gemacht mit den verschiedenen Klassen. Dann Warcraft. Wobei, nee, Warcraft haben wir gar nicht so gespielt. Nee, nee, nee. Warcraft stimmt nicht. Starcraft. Und was gab's noch? Oh, der ist ja ein dick. Au, 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 au. Okay, okay, okay. Ja, der ist wild. Alles klar. Haha! mach mal hier mal Dings rein, genau. Meine Rods. Aua. Ich hätte mal auf seine Schwachstelle hätte ich mal ziehen sollen, ne? Ich hält. Könnt ihr den nochmal ablenken? Ich muss hinter ihn kommen. Das kitzelt, ne? Okay, und das kitzelt auch. Boah. Gleich ist er down. Okay. Und jetzt ist die Kiste lieb. Ein neuer Hut? Ein Sheriff-Hut? Goll. So. Vor 23 Jahren, ja, geht so, ne? Ungefähr. Da, ich glaube, da kann man mich noch als jung bezeichnen, ja. Command Conquer, stimmt. Command Conquer haben auch ein bisschen im LAN gespielt, aber nicht so viel. StarCraft war da unser Lieblingsspiel. Also den anderen ihr Lieblingsspiel. Wenn es nach mir ginge, hätten wir immer Heroes of Might and Magic spielen können. Warte mal, hier brauche ich wieder so ein Teil, ne? Wo ist denn das? Muss ja hier in der Nähe sein. Und hallo, Wolf. Aber Heroes of Might and Magic, ne? Wenn du da mal so eine Multiplayer-Partie machen willst, da spielst du auch deine 5-6 Stunden. Hm, gleich hier. Wobei, da ist ja nur das Zeug für die Rods drin, ne? Genau. Ach, wenn ich das jetzt nicht gleich finde, dann lasse ich's. Dann gehe ich weiter. Aber es muss hier in der Nähe sein. Dann könnte ich hier so schön sauber machen. Und da könnte ich dann rein. Ob das finde mal. Wo ist dann das?
Ja, Heroes of Might and Magic habe ich jeden Teil geliebt. Außer die neueren. Wobei der neueste geht. Der zweitneueste und so, der war nicht so geil. Aber ja, wurde ja auch von Ubisoft da. War ja nicht mehr Originalfirma. Und das spürte man. Nee, ich finde das jetzt nicht, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gehen weiter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so weit weg ist. War das sonst immer in unmittelbarer Nähe? Technische Schwierigkeiten. PC hatte vorne Mikro nicht mehr erkannt. Okay, ja, vielleicht hat der Anschluss eine Macke. Die Frontanschlüsse gehen immer am ehesten kaputt. Oder sind generell kaputt. Ich habe mit Frontanschlüssen beim PC immer nur schlechte Erfahrungen. Bin froh, dass ich das bei mir endlich mal hingekriegt habe, alles. Ich gehe jetzt weiter, ich habe keine Ahnung, wo es ist. Bin mich ja so schon nicht zurecht. Da wollte ich hin, ne? Ach nee. Und auf die anderen. Achso, nee, aber ich glaube. Nee, Quatsch. Warte mal, was ist denn das jetzt hier? Muss mal kurz gucken. Jeden Teil gesuchtet. Letzten war eine halbe Stunde abgeschaltet, nie wieder gespielt. Bei Heroes, ja, verständlich. Aber der letzte Teil war jetzt auch nicht so gut wie die alten, ne? Ich fand nur einen Tick besser wie das vorletzte. Aber die Sucht greift nicht mehr. Ich habe, glaube letztes oder vorletztes Jahr habe ich mal wieder... ich bin hier. Ah, ich erinnere mich gerade. Okay. Vorletztes Jahr habe ich mal wieder Heroes of Might Magic 3. Da gab es eine HD Edition. Die habe ich mal gespielt. Aber dann, joa, war es auch schon vorbei wieder. Civilization. Ah, ich habe, das Ding ist, sobald ich die Kampagne, es gibt ja nicht wirklich eine Kampagne, was ich sehr schade finde, aber sobald ich es einmal geschafft habe, habe ich nicht den Wiederspielwert gefunden, ne? Als ich mal gegen alle Computer gewonnen habe, wüsste ich jetzt nicht warum, ist irgendwie der Reiz weg, wollte ich doch nicht mehr spielen. Das Spiel braucht eine Kampagne, Mensch, eine Story-Kampagne, kann doch nicht so schwer sein. Ich muss mal über die Brücke. Ich bin irgendwie komplett falsch. Weiß gar nicht, wie ich hier gelandet bin. Letztes Jahr Teil 1 bis 3 mal wieder durchgespielt. Ja, machen echt Bock, ne? Was ist denn das? Sieht sass aus. Ja, toll! Oh, okay. Nevermind. Immerhin. War es doch nicht ganz umsonst, dass wir hier rumgedüppelt sind. Genau 50. 50 rennen mir schon nach. Bin ich jetzt richtig? Nee. Muss hier rum. Doch was gefunden, Rion. Glückwunsch. Jetzt Gamepad hinten anschließen. Boah, ich weiß auch nicht. Irgendwie, ich hab's schon mal erzählt, jeder USB-Anschluss hat eine Vorliebe. Der eine will nur das Mikrofon haben, der andere will nur die Soundbox haben. Anstatt dass sie alles fressen, was sie gekriegt. Nee, sie sind absolut wählerisch und nervig. Keine Ahnung. Was da los ist. Crusader Kings. Weiß gar nicht. Crusader Kings, ist das rundenbasierend? Ja, das ist wichtig für mich. Dann fahren wir mal hoch, ne? Geht das? Ich kann das nicht benutzen. Warum nicht? Hm.
Was ist denn da los? Also hier geht nur nix. Leuchtet. Kann nichts mitmachen. Eigentlich ist das mein Rückweg, wo ich gerade bin. Die Shortcut für später. Oh shit, sag bloß, ich muss auf die Seite. Ja, wahrscheinlich, ne? Deswegen, ich war hier irgendwo, wo dieses Tier war. Ja, ich muss da lang, so rum. Aha. Kommando zurück. Nicht rundenbasierend, man kann pausieren. Ja, aber das ist ja dann nicht rundenbasierend. War ich hier schon mal drin? Schon wieder ein Hut. So ein Hut tut gut. Wartales. Paar Clouds, bin ich auch dabei. Kiste war ich nicht hier, genau. Okay, da ist schon wieder so ein Stein. Das ist der gleiche von vorhin. Ist ja neu gespawnt. Und Selbstmörder, ne? Nervig. Diesmal hat er mir aber nichts gegeben. Er war wahrscheinlich der gleiche Stein. Okay. Wunderschön elegant. Bin ich über diese Brücke gesprungen. So, jetzt aber mal. Jetzt mal hier Progress. Den Weg hier muss ich gehen, wenn ich mich nicht irre. Also ich kann ruhig hier rüber. Ich muss sagen, Wolf, den Typ, den wir am Montag geratet haben, der ist sehr angenehm. Also du hattest recht. Er ist sehr schön verpeilt und das macht ihn sympathisch. Okay. Ah ja, du gehörst auf. Du bist ja mein Buddy hier. Ja, wir mögen uns doch, ne? Are you okay, Rufus? You're not the Rufus. Chicken anymore. Incredible, genau. Ja. Stimme ist angenehm. Das stimmt. Also Stimme muss schon angenehm sein. Wenn man langfristig bleiben möchte, ne? I'll meet you at the Forge, Kana, after you clear the corruption. Na ja, gut, jeder hat ja da andere Vorlieben, aber Streamer, die ich gucke, die müssen nicht unbedingt verpeilt sein, aber sie sollten einfach natürlich sein, sie sollten nicht so eine Rolle spielen, wisst ihr? Sollten auch nicht so mega aufgedreht sein, das kann ich überhaupt nicht haben. Und so ein Show-Act draus machen, das kann ich, also das ist das absolute No-Go. Und die Stimme muss einigermaßen passen. So, jetzt bin ich, glaube ich, richtig, ne? Ja. War ich hier schon mal? Ja, ne? Da sind wir vorhin rumgeschlendert. Oh, moin. Wer schlendert denn hier rum? Mal gucken, ob wir gleich wieder was upgraden können. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, ins Dorf zu gehen, Mensch. Egal. Gleich später. Ja, hopp. Ich lasse es einfach über mich ergehen. Wenn es unbedingt an meiner Seite zerplatzen wollen. Oh, das sah schick aus. So. Hin und wieder an dich, deswegen ist es so sympathisch. Gestern hatte Chaos Teponia gespielt. Dialog in diesem Spiel. Ja, ich kenne Teponia nur so ein bisschen. Ich war mir nie so sicher, ob ich das selbst spielen will irgendwann oder nicht. Aber
Bisher kam es dazu nicht. Okay, das Ding auf dem Boden. Okay, nee, dann gucken wir uns mal das an, was da auf dem Boden war. Auf dieses Zeichen, was ist denn das? Ach, das ist wieder so ein Abschießdingens, ne? Okay, Ah, super. Oh Gott, okay, wir machen nochmal. Okay. Bisschen höher. Nicht so hoch. Oh Gott, ist das weit weg. Ach du liebe Zeit, da muss ich ja... Oh, das ist schwer. Ich glaube, das mache ich nicht. Das ist schwer. Da muss ich ja auch noch einschätzen, wie der Pfeil fliegt. Da kann ich nicht einfach draufhalten. Bei dem geht's ja noch. Ein bisschen höher bei dem und... Aber das da. Kacke, Mann. Und dann sind da noch zwei, drei andere. Das schaffe ich nicht. Ich kenne meine Grenzen. Tschüss. Du bleibst in der Versenkung, Rod. Ich hab schon 50. Pures Chaos. Ups. Pures Chaos mit den richtigen Sprüchen, ja. Hat schon geilen Humor, ne? Irgendwie will der Funke nicht rüberspringen. Dann lieber Edna und Harvey. Ja. Edna spielen wir auch nach Kena wieder. Das wird bestimmt auch wieder funny. Ja, aber auf der Map ist das nicht so. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, wenn ich da reinfall, ha? Huh? Da hinten ist was. Moment. Ist da ein Umweg? Es gibt eigentlich nur den Weg. Sieht gar nicht so tief aus, oder? Aber was mache ich denn dann, wenn ich da unten drin bin? Ich guck mal. Es musste wohl so sein. Wo bin ich jetzt? Das sieht doch gar nicht mal so verkehrt aus. Wenn ich jetzt irgendwie an der Seite wieder hochkomme, ist ja alles gut. Aha. Ich habe erst gedacht, das ist eine Schlange. Aber nein. Oh no. Okay, los geht's. Ah, wieder so einer. Den muss ich aufpumpen, ne? Yo! Aber er ist offen. Nein, hör auf. Ah, das muss ich mit Pfeilen machen. Ach, diese Bombtypen. Hopp. Ah, ich brauche mehr Pfeile. Kein Pfeil. Okay. Das Breakout. Nee, wir sind, wir machen das Spiel nach Kena fertig. In der Reihenfolge. Nach Kena ist Edna dran. Da kam ich her, oder? Ich glaube schon. Was ist hier? Aha. Willkommen im Team, würde ich sagen.
Ein weiterer Knuffel. 51. Es gibt noch 14 hier. Aber einen haben wir ja schon ignoriert. Und viele haben wir übersehen. Ja. Das kann bei Adventures schnell passieren, ne? Dass man nicht mehr weiterfindet. Das ist... Das gehört schon fast zum Genre. Deswegen spiele ich Adventures eigentlich am liebsten sogar im Stream. Wenn dann zu Hänger kommen, dann könnt ihr helfen. Weil privat wäre ich wieder zu ehrgeizig und will mir dann nicht helfen lassen. Aber dann bin ich halt wieder doof. Und das heißt, ich hocke 4 Stunden an der gleichen Stelle oder so. Was eine ziemliche Zeitverschwendung ist. So, was ist denn hier los? Jedes Mal! Ich bin extra weggegangen! Das ist so ein kleiner Dreckstein! Das Ding hat mich getötet! Das ist so dumm. Was bringt denn das mit den Steinen? Da komme ich doch auch ganz normal hoch. Na, vielleicht von hier oben. Mal gucken. Achtung, Rods! Wie sie runterfallen. Sorry. Ja, aber das bringt doch... Ah, doch, da oben ist so eine Blume. Ja, super, jetzt war ich wahrscheinlich... Oh nein. Nein, rette sich weg, Hahn! Ich muss hier weg! Okay, okay, ich lebe noch. Okay, okay. Hallo, Belgenizer. Willkommen. So, ihr werdet nochmal fallen. Spürt mein Schicksal. Blömsche. So, ich bin am Start. Boah, jetzt gibt's fast keinen Ausgang mehr. Sie haben mich umzingelt. Ah! Jetzt. Ja, schön hier, ne? Oh nein. Ich muss ja einen Sinn ergeben, dass ich jetzt hier bin. Ist da noch ein Stein hin? Ich muss noch mal gucken. Ah, das da, ja. Geht mal weg. Och Mann! So, jetzt aber, oder? Ah ja, alles klar. Okay, okay, okay. Gut. So. Hey, Incredible, wir haben gerade vorhin von dir gesprochen. Hallo, sei gegrüßt. Wir haben gerade gesprochen, dass der Raid vorgestern und dein Stream vorgestern sehr angenehm war. Ach, da ist ein Blömsche. Nice. Aber ich gehe nochmal zurück. Auf der anderen Seite gucken, was da ist.
Aber vielleicht das der Bonus. Zurückkommen würde ich hier nicht. Da rutsche ich runter, okay. Was ist das? Wie machen wir nochmal Pfützen? Einfach so, okay. Sehr gut, dass ich da nochmal hin bin, ne? Gut. So. Jetzt wieder zu den Steinen. Auf dass sie uns nicht totkloppen. Warte mal, irgendwas habe ich jetzt. Achso, Blume. Ach, ich bin so dumm. Okay, nochmal bitte. Das ist nur so ein kurzer Zeitdings. Warum geht denn auch alles um Zeit? Gewisser Herr Blase, ja. Ja, da haben wir auch länger gehangen. Und ohne Chat-Hilfe hätte ich das nicht gecheckt. Ich erinnere mich. Links oder rechts? Da ist mein Ziel, ne? Was ist hier? Ah, da rutsche ich runter. Stopp, da rutsche ich runter. Da war ich. Hallo, Marisa. Hey Wolf, danke, dass du Incredible einen Sub geschenkt hast. Dankeschön. Und hallo Vincent. Winson. Willkommen. Oh je. Nur wieder. Kann ich nicht was anderes machen? Nein. Na gut. Hä? Was bringt mir das? Soll ich einen Kilometer erstmal drüber springen oder was? Hä? Ah. Das hilft mir jetzt aber nicht. Ach, da unten ist noch einer. Der muss auch raus. Ah, super. Aber die bleiben ziemlich lang, ne? Die bleiben recht lange. Und Wolf, danke, dass du auch Jackie versappt hast. Dankeschön. Sehr lieb, danke. Böse Werbung gehabt. Ach. So schlimm ist es nicht. Als ich noch jung war, habe ich ProSieben geguckt und da lief mal 10 Minuten Werbung und ich habe mich nicht beschwert. Jo, das erreiche ich. Oh doch, das zählt noch, geil. Ah, oh, den muss ich verballern. Oh, shit. Aber das bleibt ja lange. Habe ich festgestellt. Shit, ich glaube, ich muss hier hoch. Okay, okay, alles gut, alles gut. Das war das andere, das runterging. Wir sind da. Ah, okay. Alles klar. Alles klar. Okay, wir erreichen Atiras Angst.
Ja, mir geht's soweit ganz okay, Marisa, und dir? Ja, ich weiß, was du meinst, Vincent. Ist natürlich doof, dass der Stream da noch weiterläuft, ne? Das verstehe ich. Das ist doof gemacht. Das stimmt schon. Aber normalerweise sind das ja nur so ein paar 30 Sekunden pro Spot. Werbung, Pop-out, Fenster, was meint ihr damit? Seit heute etwas besser, habe die Zusage von Krankenkasse bekommen für eine OP. Ah, okay, das freut mich für dich. Wenn das übernommen wird. Oder zum Teil übernommen, ich weiß ja nicht. Das ist ein Boss? Oh shit, was mache ich jetzt? Kämpf, du Idiot! Der wirft mit Steinen! Okay, hast du eine Schwachstelle? Wo ist der dicker Steinwächter? Wahrscheinlich hinten, ne? Warte mal, was können wir hier machen? Box verwenden. Okay, das ist Heilung. Oh shit. Ach, ich muss den bestimmt auf. Ich muss den vielleicht auch bomben. Der hat hinten. Da. Okay, alles klar. Der hat hinten was. Vielleicht kann ich den betäuben mit Bombe. Oh shit. Jetzt erstmal die Bombe treffen. Okay. Ist er betäubt? Nein, ist er nicht. Okay, das könnte knifflig werden. Oder muss ich die gelben Dinger treffen? Also ich habe ihn schon ein bisschen gedamaged, aber nicht viel. Wahrscheinlich war das durch die Bombe, ha? Huh? Shit, ich bin gleich tot. Nee, noch nicht einmal. Okay, der ist knifflig. Heilung. Achso, das ist noch nicht frei. Okay. Oh, shit. Ist aber schnell. Ich war nicht mal in deinem Stampfdings. Ja, wahrscheinlich durch die Druckwelle. Boah, was ist denn mit ihm, ey? Der lässt sich ja von gar nichts beeindrucken. Und dann auch immer dieses nervige Ad noch dazu. Moment. Wenn du einen Stream laufen hast und Werbung kommt, schalte den Stream auf Pop-out. Die Werbung läuft dann im Kleinen. Ah, das ist ja geil. Hört, hört. Also an die, die Werbung haben, dann macht das so. Dann verpasst ihr nichts. Aber der Ton, ist dann der Ton auch gewechselt oder hört man auch den Werbungston? Aber zumindest ist das Bild dann wieder größer. Wenn du die Blume angreifst, werden an ihm selbst gelbe Punkte geöffnet. Ich muss die gelben Punkte treffen. Ah ja, schaut mal. Ich habe mich zu sehr auf die Blume konzentriert. Okay, jetzt muss ich wieder Blume treffen, ne? Och nee. Ich war schon wieder gespawnt. Nein! Okay, er hat aber wieder gelbe Dinger, alles gut. Er hat wieder gelbe Dinger. Ah, der ist ganz schön hartnäckig. Der Kerl. Oh nee, jetzt hat das Auge zugemacht. Okay, das war schön. Das war mal schön. Brauche ich die Blume gar nicht. Bomb ihn auf. Und treffe ein gelbes Ding. Oh nein. Wenn ich es treffen würde. Ah, ne, Uffe. Ach, ich habe mich zu früh geheilt. Aber ich glaube, die füllen die sich immer wieder auf. Das ist ja nice.
Ich war doch drauf. Nein! Ja, für ein Steinwesen bist du ganz schön agil. Shit. Das kann ja noch alles. Oh shit. Was hat er da hinten? Oh, das wird jetzt hab ich. Hier an den Seiten hat er noch. Oh. Verdammt. Was macht er denn jetzt? Oh nice, ich sollte öfter springen. Da habe ich Slow-Mo. Das ist eigentlich geil. Das ist eigentlich nicht schlecht mit der Slow-Mo. Ich wollte mich heilen gehen. Hol ich mal eine andere Heilung. Okay. Ah, schick Crocs rein. Crocs reinschicken. Bams. Oh, das hat gesessen. Das hat gesessen. Was jetzt? Finde ich ihn oder? Hallo? Oh, er kriegt Damage. Gut. Das Pop-Art kann man vergrößern. Ton ist Streamton. Streamton? Also das ist doch super. Dann haben wir ja eine Lösung. Dann habt ihr eine Lösung dafür. Mhm. Gelegentlich gekommen, dass der Mute von der Werbung, nachdem diese vorbei ist, auf den Stream überspringt. Na gut, aber dann kann man ja entmuten. Das ist ja nicht so schlimm dann. Hammer ein Hammer oder was? Adiras Angst. Mhm. Jetzt noch die Reue. Nanu? Auf einmal 55? Okay. Gehen wir mal weiter spielen, ja. Nach wie vor ein ganz schönes Spielchen. Ja, das meine ich. Normalerweise ist das Gedöns hier immer ganz in der Nähe. Was ist das? Oh yeah. Die hat sich wieder geportet. Mhm. Just where I left them. It should come in handy. Na gut. Hm. Okay. Noch was hier zu tun? Was ist das? Da rein. Also kann ich was mit dem Hammer jetzt? Kann ich den Hammer benutzen oder? Wie sieht das aus? Nee, ne? Keine Ahnung, was der Hammer macht. Wie sieht's mit Upgrades aus? Köscher. Ja. Gehen wir mal voll auf den Bogen hier. Ja, ich bin beim Ziel. Ach nee, ich muss hier hinten jetzt hin. Da ist die Reue. Ist nicht weit von hier. Da komme ich nicht hoch, ne? Checkpoint. Wie komme ich denn in den Raum? Oh, ist es nicht.
vielleicht mit, erstmal hören, was sie sagt. When our land began to struggle, I left to search for supplies. My journey took me far across the sea. Adira stayed behind to help the village. Made her promise to move on without me if I didn't make it back. The villagers would need her help to build a new home. It must have been hard for her, not knowing my fate. Ah ja, das große Teil. Okay, warte mal. Wo war das? Oh. Beides doppelt bewegen ist verwirrend. Ah, schade. Ich dachte. Zerplatzt. Warte mal, wäre hier was gewesen? Für die Rods? Das hätten wir zeitlich auch noch geschafft, hier rumzugehen. Hier ist nichts, ne? Hm. Na gut, vielleicht geht's erst später. Okay, finde einen Weg in die Dorfherzhöhlen. Da lang, ne, da lang eigentlich. Eingang zum Dorfherz. Da müssen wir mal gucken, ne? Da gehen ja Wege hin. Da waren wir noch gar nicht. Erkenne im Pierce-Voice, werde ich auch mal anspielen. Auch noch mal einen Spannungsrun bei Legend of Dragoon. Ah, okay. Nice. Da war was Weißes, um hochzuklettern. Meinst du hier drin, bei dem... Was Weißes? Diese typische Markierung. Sehe ich nicht. Oder woanders. Ah, da hinten wahrscheinlich. Da ist eine Blume. Aber sie sieht mich nicht. Ich sehe nix. Was ist denn das? Ah, das ist der Fahrstuhl. Da muss ich runter. Moment, ist das, das ist der, die, ja, ja, da komme ich wieder auf die Seite, ne, wo wir vorhin waren, aber da muss ich jetzt hin. Da müssen wir weitermachen. Tschüss. Und so sind wir ein paar Rots weniger. Irgendwann, ja, irgendwann finden wir es schon, also nie. Nee, keine Ahnung. Ich sehe nur die dappische Blume. Aber egal. Vielleicht gehen wir ein andermal wieder hin. Ja, toll gemacht. Der Blume links in der Überdachung. Okay, ich guck nochmal. Bei der Blume... Links in der Überdachung. Also hier. Habe ich doch geguckt. Da!
Meine Güte. Kann ich jetzt reinspringen? Bestimmt. Ey, was bist du? Meditieren. Ah, das war wichtig, ne? Ich glaube, das gibt mehr Leben. Gut, dass wir doch noch hin sind. Danke, Sapsi. Ja, mehr Leben. Sehr gut. Okay. Wer kennt es nicht? Die 20-Sekunden-Meditation. Macht ihr bestimmt auch manchmal. So, jetzt mit Blume. Wo ist eigentlich die Blume? Was macht die Blume? Hallo? Wie komme ich denn jetzt raus? Achso, okay. Warte mal, wo waren denn jetzt die Blume, die ich gesehen habe? Da. Die ist immer noch zu. Jetzt geht's. Moment. Geht noch. Bin ich denn jetzt? Jetzt zünden wir gleich alle Geheimnisse. Gut. Der Heiligenschein. Oh, wer kriegt den Heiligenschein? Den hat niemand im Chat verdient, glaube ich. Nickerschen? Ja, ist so eine tiefenentspannte Meditation dann, ne? Sehr tiefenentspannt. So, jetzt können wir weitermachen. Over there. Diesmal fahre ich auch mit. Rion, du! Okay, wollen wir jetzt zum Gelben oder zum Blauen? Beseitige die Verderbnisse hinter. Ja gut, dann muss ich erst zum Blauen, ne? Das Gelbe ist mein Hauptziel. Meditiere ich ziemlich häufig, ja. Meditiere ich zu wenig. Ich muss mal wieder früh ins Bett gehen. Aber was soll's. Das mit den Stein haben wir schon gemacht. Das weiß ich. Ja. Hier weiter. Aber haben wir den schon gemacht? Okay. Ah, was ist denn hier los? Ich habe mich schon gewundert, warum ich das Interface sehe. Kommen wieder Gegner angelatscht. Yay. Du hast Erdnüsse, wie kannst du nur? Nee, alles gut. Alle wollen Erdnüsse haben. Hallo, mein neuer Freund. Einer geht noch. 56. Hey, so langsam wird's. Gar nicht mal so schlecht. Hm. Es
gibt bestimmt einen Erfolg, wenn man alle Grütze wegmacht. Falls das überhaupt geht. Ich habe keine Erdnüsse. Ich habe gar nichts in der Richtung. Ja, ich bin noch am Überlegen, ob ich das Wochenende mit der Kleinen auf die Kirmes gehe. Oder ob ich mir das spare. Kirmes ist halt immer so arschteuer, ne? Normalerweise gehe ich immer einmal. Aber diesmal bin ich noch so am Überlegen. Hat man dich schon? Ja, gerade vorhin, ne? So, das heißt, wir sind ja rechts rum und dann kommen wir bald an. Da hinten ist eine Lampe, ne? Nanu? Moment, nochmal bitte. Da haben wir den schon. Den Stein schon gemacht. Den haben wir noch nicht. Vielleicht noch einer. So. Da müssen wir hin. Und deswegen gehe ich da lang. Ganz schön groß gebaut das alles, ne? Oh oh. Die Verderbnis hat uns wieder. Weiß nicht, ob ich da jetzt... Achso, das ist das... Nein, nein, okay, okay, dann gehen wir doch erstmal zu den blauen... Ich könnte hier wahrscheinlich noch nicht fertig machen. The plate working, so you should be able to activate this door. Kannst du mir das Porten auch beibringen? Another relic must be close. Where does this lead? Wohin führt das? Finden wir es heraus. Okay, was haben wir denn hier? Also Village Heart. Energy flows from the mountain and gathers in a vast network of caves beneath the farmland. Adir and I found a way to collect and focus that energy. These caves were at the core of our work. Mhm. Schauen wir mal, wenn wir das in die Höhe machen. Gleich dann. Warten, bis die Bombe da ist. So, jetzt vielleicht. Da fehlt noch was, hm? Aber ich denke, vom Ansatz her ist das schon gut gewesen. Aber irgendwas fehlt. Vielleicht sollte ich auch erstmal gucken, ob ich da irgendwo hochkomme. Mit den Steinen. Schau erstmal hier rum. Ach, das sieht immer so schön aus da draußen. Oh Mann. Ehrlich. Wunderschön.
schön. Ach. Momente mal. Was ist denn da los da unten? Aber... Hatte ich da nicht in den Boden? Oder... Nein. Das war so klar. Okay, irgendwas muss ich an... Aber da geht was, da geht was. Moment. Da oben war keine Blume, ne? Wieder zurück. Marisa, mach's gut. Viel Spaß. Schönen Abend dir noch. Ich schnull das hier nicht. Wollen die von mir? Aber vielleicht. Ich kann auf dem landen und dann? Dann sterbe ich. Ah, hier! Okay, alles klar. Ich kann mich hier festhalten. Okay. Gerade noch gesehen. Man sieht es eigentlich auch von hier, ne? Shame. Das war ein bisschen zu hoch. Ich probiere es trotzdem. Okay. Gut. Bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich da hin soll. Ich hätte mir eigentlich noch die Steine angucken sollen, aber jetzt sind wir mal hier, ne? Okay. Oh, schnell rein. Wir kommen nie wieder zurück. Interagieren. Was ist das? Geisterpost! Mein Gott, wenn ich jemals wieder ins Dorf gehe, kann ich gleich das ganze Dorf entgeistern. Da bleibe ich jetzt drin. Das ist meine Höhle. Wir haben noch gar nicht geknuddelt. Ich sagte knuddeln. Schön, meine eigene Höhle. Da kann uns niemand nerven. Echt mal, wo ist die gelbe Farbe, wenn man sie braucht? Das weiß sie doch keiner. Okay, okay, ich gehe ja schon wieder raus. Ah, guck mal, schöner Rückweg. Chillig. So. Wir nehmen doch relativ viel mit, so optional ist, ne? Eigentlich ganz gut so. Okay, wie funktioniert das hier? Aha. Mhm. Was gesehen. Schauen wir mal, was da geht. Ey! Nur weil es nicht weiß angemalt ist, könnte man sich trotzdem raufhangeln. Gut. Gut. Ein Hut. Sei es mich. Nee, ein Zauberstein ist das.
Moment. Zauberstein? Die hier? Bombenschaden mäßig erhöht. Und den nehme ich doch. Sehr gut. Ja, das ist ja der schlechte Deal. Den mache ich nicht. Was mache ich denn sonst jetzt hier oben? War das einfach nur für den Bonus wahrscheinlich, ne? Oder wir gucken nochmal. Ob ich von hier oben was reißen kann. Wahrscheinlich nicht. Die muss ich ja alle anklimpern, wenn es soweit ist. Macht ja jetzt keinen Sinn. Es sei denn, wir machen mal... Ah, ne, da unten ist nichts. Oh, shit. Soweit kann ich gar nicht werfen. Okay, vergiss es. Ich glaube nicht, dass da noch was geht. Wasserlandung. So, das extra hätten wir. Mal schauen, ob hier noch was hinführt, wenn ich das aktiviere. Nee, da kann ich nicht hoch. Die sind wahrscheinlich wirklich nur dafür da, dass man das hier macht. Okay, aber... Mehr wie die Steinchen sind es ja nicht, ne? Wir haben den hier. Mit dem müssen wir anfangen. Die bleiben nämlich länger. Dann muss ich da vielleicht noch was drehen. Keine Ahnung, das ist vielleicht wichtig, damit es besser weitergeleitet wird. Da müssen die Steine richtig stehen. Versuchen wir es mal. Ja, Tatsache. Ist doch schon längst auf. Schnell weg, bevor die Steine mich zerhauen. Okay. Ja, Wolkenradio, genau. Leute, Musik auf die Ohren. Zum Ende des Streams. Was machen wir nun? Erstmal runter, damit wir hoch können, oder was? Aber vielleicht muss ich auch einfach nur runter. Oh, runter geht immer. Wir leben noch, alles gut. Wasser rettet und so. Okay. Was seid ihr denn? Ui. Das ist gar nicht gut. Muss ich auch mal wieder schwimmen gehen. Hat dieses Jahr noch gar nicht. Warte mal, ich stehe gerade auf so... An, doch. Hi.
Nein. Okay, keine Ahnung, was das bringt. Kann ich mich hier irgendwo mal, kann ich hier? Ah, hier. Da ist auch Zeug. Was ist hier los? Okay, Steinchen. Spielen wir mit euch. Muss bestimmt... Ah, da ist bestimmt eine Blume, oder? Nee? Ah, schade. Ich dachte... Dann hätte ich nämlich... Ich würde es gerne nochmal sehen. Kann ich auch im Wasser Dinge tun? Nee. Aber das sind ja zwei Blumen. Moment mal. Jetzt hat sie keinen Bock mehr auf mich. Ach, die kommt da nicht raus, ne? Okay, dann verstehe ich. Okay, okay. Von Blume zu Blume. Dann macht die doch ihren Sinn. Die nicht gleich gesehen. Naja. Oh. Tick zu spät gedrückt. Ich schwebe halt nicht unendlich. Ich muss ein bisschen mehr runterzielen. Ob, komm! Okay. Das hat gezählt. Ah! Ruhige Musik erinnert mich ein wenig an Alice, als sie in einer Schnecke war. Stimmt, hat was davon. Good old Alice. Okay. Hallo Conny. Tu dies. Conny, wir spielen am Dienstag Tripper Brook, wenn dir das recht ist. 19 Uhr. Nächste Woche Dienstag ist unser Einzelwunsch-Day. Da spielen wir Tripper Brook und Demon's Crest. Und den Rest Kena. Ja, okay, ich muss mir die Steinchen nochmal angucken, wenn sie oben sind. Muss mir einen Weg erbahnen. Was ich nochmal? Eigentlich sieht's so gut aus, ne? Zum drüber gehen, aber ja, alles zu hoch. Ach, da ist auch meine. Hochkommen und dann von oben. Aber ich glaube, ich komme hier nicht mehr hoch. Hm? Okay, gut. An komische Zombie-Tempel in Secret of Mana denken. Ja, ich weiß, was du meinst. Das ist so glockenähnlich immer, ne? Bei diesen zwei Tempeln. Stimmt. Der Stein markiert? Ach, schau an. Was ist denn da noch? Oh, das ist eine Subsidruhe.
Okay. Eigentlich ist es keine Sub-Truhe, wenn man es schon vorher erkennt, oder? Dann ist es einfach nur eine dumme Truhe. Aber meistens gibt es ja eine Belohnung. Oh nein, oh nee. Oh, ich hab geblockt. Sagst du nichts mehr, wa? Ich hab schon wieder geblockt. Was ist denn jetzt mit mir los? Uff. Ist halt nicht so steinig wie der andere Freund, den wir vorhin bekloppt haben hier. Was ist denn der andere Balken? Ja, jetzt ist er weg, egal. Ach, das war bestimmt mein Blockbalken. Dass der sich wieder regeneriert hat. Annas Maske. Hab erst Hans Maske gelesen, aber... Nee, nicht ganz. So. Ganz grausame Musik. Ja, die ging einem auch ziemlich auf den Zeiger mit der Zeit, ne? Sehr unangenehm. Ich war auch so laut. So, von hier oben sieht die Welt schon anders aus. Dachte er. Und merkte, er hat ein Problem. Ne, passt. Oh, schnell weg! Ich werde sterben! Ja, da könnte man vielleicht ein bisschen besser springen. Das geht. Aber nach dem... Ich weiß nicht, ob ich den zweiten Sprung schaffe. Das sah ein bisschen knapp aus. Der erste wird gehen. Und der zweite macht mir Sorgen. Komm! Ach doch, es müsste gehen, oder? Oder muss... Ne, ich habe keine andere Wahl. Komm! Ja, easy. Die können einem den letzten Nerv rauben bei diesen Truhen. Aber hoffentlich nicht bei mir. Da wir schön auf easy spielen. Übrigens, das Spiel vorgestern, Benedict Fox, falls ihr es nicht im Discord gelesen habt, das konnte man auch auf easy stellen. Hätte ich das mal früher gewusst. Das war nämlich tückisch. Vor dem Spiel kannst du es nicht einstellen. Erst wenn du drin bist im Game. Dann ist es eine Option auf einmal da. Und bei Spielstart konntest du ja auch nichts wählen. War gemein. Da hätte ich den Boss bestimmt geschafft. Ich habe dann kurz in ein Video reingeguckt, weil ich wissen wollte, ob ich wirklich zu dem Boss muss. Und ja, man muss wirklich zu dem Boss. Also es ist schon happig. Aber nach dem Boss hätte man seine Fähigkeiten bekommen. Also, da geht das Spiel eigentlich erst richtig los. Naja. Was ist denn das? Hier geht ja gar nichts. Vielleicht muss auch erstmal diese rote Seuche weg. Ich will gerade nicht baden. Meint ihr, ich kann darüber? Okay, alles klar. Wo sind meine Wölkchen? In den Petersens Mondfahrt. Da gibt es doch so eine Wolkenfrau. Kennt ihr die noch? Wenn der eine Sturmtrottel pustet und dann sagt sie auch so, oh nein, wo sind meine Wölkchen? Meine Wölkchen fliegen weg.
oder so ähnlich. Kennt ihr das noch? Ja. Ich glaube, mein Panzer platzt. So geil der Film gewesen. Ich habe ihn geliebt. Ich habe ihn so oft geguckt als Kind. Ach, du Heilige. Nee, oder? Ja, jetzt komme ich erst recht nicht mehr hoch. Ja, das ist schön für dich. Ey, ich schaff den Sprung nicht. Das riech ich. Ich hau ab. Wie haben sie sich das vorgestellt? Also, ne. Soll ich hier überhaupt von der Seite das machen? Das wirkt ziemlich aussichtslos. Ich weiß ja nicht. Ich mochte ihn. Was ich viel mehr geschaut habe, öfters war Wauzi-Film mit ihren Zauberknochen. Der Wauzi-Film mit ihren Zauberknochen? Was ist das denn? Hier endet das Abenteuer von Kena. Wir werden niemals erfahren, was passiert wäre, hätten wir diese Stelle geschafft. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Nein. Das kann ich meinen Rods nicht antun. Also euch kann ich es antun, aber nicht den Rods. Wir müssen hier durch. Irgendwie. Aber vielleicht muss ich wirklich von woanders lang. Aber ich glaube, das war der einzige Weg, ne? Hier geht's ja nur noch mal zurück. Alles klar, Max. Nee, das fühlt sich falsch an, zurückzulaufen. Denke, ich muss da schon was tun. Ich seh bestimmt wieder irgendwas nicht. Man kennt's. Die Rods sind nicht alles Blackie. Du bist höchstens ein Blackie. Aber ich bin mir noch nicht sicher, welcher. Wie wär's? Du könntest der mit der Eierschale auf dem Kopf sein. Der wird zu dir passen. Wir gucken uns das später nochmal an. Hier ist gerade zu dunkel. Fällt mir irgendwas auf. Ja, es ist klar. Vielleicht sollte ich den Sprung einfach mal wagen. Nicht, dass es geht und ich... Oh Gott, es funktioniert sogar. Ich muss mir einfach mehr zutrauen im Leben. Oh shit. Ich bin zu langsam. Aber ich weiß jetzt, dass es geht. Vielleicht geht das Abenteuer doch weiter. Hä? Ja, wie habe ich ihn... Warum? Wo jetzt hin? Ist das wieder was? Oh, da hinten ist so eine Meditationsstelle, glaube ich. Hm.
Calimero, das schwarze Küken. Ach ja, stimmt, das hat immer sowas drauf, gell? Ah ne, das ist keine Meditation, das ist nur ein Freund? Ja. Hm. 59! Und tschüss! Oh cool, ich bin im Hauptsaal. Okay, Rods, es wird geputzt. Und jeder macht mit. Go! Oh nein. Rods, wir haben ein Problem. Vergesst mal das mit dem Putzen. Der macht ja gar nichts. Der hat gar keinen Bock gehabt. Hä? Ist das normal? Wisst ihr was? Dann putze ich weiter. Der kann mich mal. Die kommt bestimmt so lange wie hier noch Krams ist. Die können auch gut Gegner machen, ne? Oh, da hinten ist die Blume. Lasst mich da mal in Ruhe. Kann man sich gar nicht rund. Ah, was ist denn hier los? Noch 10 mehr für die perfekte Zahl. Dann werden keine mehr gesammelt. Ja, wir bleiben bei 69. Gute Idee. 69 reicht komplett. Mehr brauchst du nicht im Leben. Irgendwie gefällt mir das hier nicht. Warte mal, wir müssen die auf jeden Fall wegmachen. Aber ich glaube, das kann die gar nicht, oder? Können die wegmachen? Hey, Rods! Was ist los? Verwandelt euch! Rods? Habe ich keine Freunde mehr? Jetzt. Könnt ihr das zerstören? Ja! Und wir haben einen Boss. Wieso habe ich jetzt einen Boss? Ein Rottesser. Das ist nicht gut. Rotts sind nicht zum Essen da. Die sind zum Knuffeln da. Okay, Rottesser. Du kriegst Schaden. Ich krieg Schaden. Oh shit, diesmal hat's nicht geklappt. Alstruf, Alstruf! Und wieder perfekt geblockt. Für irgendwas habe ich eine Trophäe bekommen. Wahrscheinlich für meinen unglaublichen Blockskill. Okay. Hey, wieso trifft das nicht? Doof. Okay, mein Schild ist kaputt. Das war's mit Blocken. Keine Rotz für dich. Gemacht. Puh.
Brustfilet. Nice, nice. Lass es dir schmecken. Das Steinmetall war auf jeden Fall schwerer, ja. Weil der war ja, den konnte man ja nicht einfach so damagen. Das stimmt wohl. Und nun? Wir sind hier noch nicht fertig. Wir haben noch Dinge zu tun. Das zum Beispiel. Okay, haben wir sonst hier alles? Könnte ich noch sauber machen. Rein theoretisch. Nichts ist umsonst. Da kommen noch nette Gesellen, ja. Bestimmt. Ein Rätsel. Welche Symbole wollen sie dann? Die, die man hier sieht. Warte mal, kann ich die erleuchten so ein bisschen? Nee, kann nichts erleuchten. Ja, das bringt nichts. Kann ich euch drehen? Ich kann euch ja gar nicht drehen. Ich dachte. Dann kann ich auch nicht rätseln. Ah, okay. Ja, shit, ich weiß aber nicht, was ich brauche. Muss das nochmal vergleichen. Letztes Mal musste man ja so eine Figur zusammenbasteln, aber hier scheint man wirklich Symbole zu brauchen. Hier sind andere, ne? Okay. Aber das da, das sind doch... Das sind doch nicht die, die ich hier sehe. Das ist ja hier viel verschnörkelter. So eine Flamme. Zumal das auch nur zwei sind auf jeder Seite. Moment, wir machen mal den hier. Nee. Fällt mir auch nichts auf. Also, die ist so schön, wie sie ja so überall funkelt, ne? Voll hübsch. Da ist ein Warp. Ach, wisst ihr was? Wir benutzen den Warp mal. Ich verziehe mich von dem Rätsel. Ich muss mir nur merken, wo ich bin. Ja gut, in den Höhlen. Das kann man sich ja gut merken. Okay, wo ist das Dorf? Bin schon so lange nicht mehr im Dorf. Kann ich überhaupt ins Dorf von hier aus? Warte mal, das ist doch, das war doch nicht hier, oder? Das, warte mal, wo sind wir denn hier? Russus. Nee, warte mal, ist hier noch mehr? Kann ich hier noch mehr raus? Vielleicht kann ich gar nicht zum Dorf. Was? Warte mal, hier. Prüfungen. Ah doch, da, hier ist das Dorf, oder? Ja, Dorfzentrum, alles klar. Ich dachte, wir sind schon viel weiter weg. So, ich habe Post für euch. Irgendwo, irgendwie. Geisterpost da unten. Ja. Glaube ich. In der Mitte, das Blaue, okay. Ich müsste noch mehr Geisterpost haben, nicht nur das eine.
Aber wahrscheinlich eins nach dem anderen, ne? Ein neues Gebiet. Soll ich da jetzt einfach hin? Warte mal, sehe ich jetzt die nächste... Ah, hier ist die nächste Geisterpost, theoretisch. Aber ich gucke mich jetzt erst mal um. Mal gucken, was es hier gibt. Nichts Gutes anscheinend. Seid ihr explosiv? Nee, okay. Komm her. Okay, du wolltest es nicht anders. X. X. Die sind ja knuffig. Oh nein. Sich einfach verprügeln lässt. Der denkt sich auch, er lässt es über sich ergehen. So. Oh yeah. Okay, schee. Ach, die Frösche, wie geil. Schau dir mal die Frösche an. Die sehen ja cool aus. Rotz, was macht ihr denn da oben? Sag mal, was ist denn falsch mit euch? Guck mir gerade Frosch, die sagen, oh, der Mini-Frosch. Oh mein Gott. Lauter Chaser Balls. Oh, wie süß. Kann ich da noch was Sinnvolles machen, oder? Keine Ahnung. Das ist ja knuffig hier. Vielleicht? Jetzt geht's gar nicht mehr. Doch. Aber da kommt so ein Geräusch. Vielleicht in der richtigen Reihenfolge. Ja. Jetzt freuen sich die Frösche. Was habe ich jetzt davon? Moment. Ah, da ist ein Kruxan, wollte ich schon wieder sagen. Ja. Da ist ein Rott. Gib mir den Rott. Warte mal, wie komme ich da? Einsammeln von hier aus. Muss gar nicht so nah ran. WTF, was war das denn? Schade, dass er nicht auf dem Kopf bleibt. Einfach so als neuer Hut. Doch, ja, wir haben den Hut. Tja, Jezebel. Dein Rott ist jetzt klar. Sehr gut. Da sind die gerade verschwunden. Okay. Das war ja süß. Können wir hier auch die Brücke wahrscheinlich öffnen, ha? Schick.
glaube, das habe ich schon mal gemacht. Irgendwas mit dem Wasserrad habe ich, glaube ich, schon mal gemacht. Okay, waren wir hier schon drin? Ah, da ist noch ein Geist. Kann ich mit denen reden. Aber die haben ja jetzt ihren Seelenfrieden. Ey, lohnt sich. Ich mache jetzt das Dorf komplett fertig hier. Hätten wir schon viel früher machen sollen. Aber nee. Okay. Da waren wir drin. Okay, dann gehen wir mal. Ja, der Fluss ist immer noch hässlich. Sehr nice. Nicer Clip. Was soll denn das? Hier ist noch versperrt. Na gut. Jetzt müssen wir wieder im bekannten Teil des Dorfes sein, oder? War ich hier schon mal? Ganz in der Ecke da. War ich hier schon mal? Jetzt sehe ich nichts Spannendes. Ich meine, dass es mir bekannt vorkommt. Okay, ich kann hier anscheinend eh noch nichts machen. Hallo Pantera. Guten Abend. Pantera, ich habe eine Frage an dich. Ich habe, Ich hab letzte Nacht was geträumt. Und zwar... Ich habe geträumt. War wieder ganz, ganz komisch. Der Traum ging über mehrere Tage. Ich war an jedem Tag in einem anderen Land. Und habe so ein Alltagsleben. Es war ganz komisch. Ich hatte in dem Traum immer die gleiche Freundin. Aber einen Tag später war die Freundin halt aus einem anderen Land und hatte da noch ein bisschen einen anderen Charakter. Aber ich war immer ihr Freund und hatte einen Alltag mit ihr gelebt. Und ich war in den unterschiedlichsten Ländern mit ihr. Manche Länder habe ich erkannt. Ich war zum Beispiel in Russland. Ich war in Schweden. Und noch so ein paar andere Dinge. Und dann gab es etwas, das war ganz bizarr. Da war es relativ warm. Und da waren Gewitter. Und da gab es rote Blitze. Also die Blitze waren rot. Und ich habe sie gefragt, wieso sind die Blitze rot? Dann hat sie so, das ist ganz normal hier. Jetzt wollte ich dich fragen, du als Geo-Experte, gibt es irgendwo ein Land, wo es rötliche Blitze gibt? Damit ich weiß, wo ich war letzte Nacht. Vielleicht war ich ja auch in einem Paralleluniversum. Kann ja auch sein. Und die meisten Länder konnte ich selbst erkennen. So. Psychotest. So. Jetzt habe ich nicht nachgedacht beim Reden. Moment, wo bin ich denn gerade? Ich muss schon wieder Conny suchen. Ah, aber instinktiv richtig gelatscht. Hier ist nämlich die nächste Geisterpost. Oh, ich will jetzt keine Conny suchen. Ich mache erstmal die Geisterpost. Oh, hier gefällt's mir aber nicht. Ja, vielleicht wird das Wasser dann schön, wenn wir das hier gereinigt haben.
Oh Gott, da kommen sie schon wieder. Bombige Unterhaltung garantiert. Ich treffe nix, ich muss da hin. Ach so, ihr müsst euch erst manifestieren, ich verstehe. Kann ich ja nicht vorab töten. Ich wollte gerade fragen, wo sind die Blume? Oh, die könnt wirklich das Wasser reinigen, das wäre ja herrlich. Jetzt können wir schwimmen. Shay, bleib erstmal hier. Ich habe die Blume gesehen. Noch eine Blume. Die könnte mich theoretisch wieder zurückführen, ne? Weiß nicht. Weiß gar nicht, was neu und was alt ist. Die Truhe ist offen. Also war ich da schon. Und das sieht auch erledigt aus. Okay. Aber hier war ich anscheinend noch nicht an dem Haus. Gönnt euch. Gönnt euch. Ich hoffe, die essen auch fertig, wenn ich wegrenne. Nicht, dass ich weghetze und komme nicht zum Essen. Das bringt eigentlich gar nichts, dass die essen, ne? Ich habe keinen Nutzen davon. Na gut, ich habe halt glückliche Rotz. Glückliche Rotz, das klingt immer noch so falsch. Okay, ist das eine Conny? Was ist denn jetzt los? Der Conny-Wächter. Mensch. Hey! Ich mag dich, Nimi. Nein. Wer hat denn da perfekt geblockt, hä? Haben wir's jetzt? Okay. Okay, alles klar. Oh shit, wo war man denn? Moment. Rote Blitze auch bei uns geben. Hat wohl was mit der Tageszeit, Lichtverhältnissen und Einfallswinkel zu tun. Mehr Blitzefarben. Grundsätzlich würde ich mal davon ausgehen, dass es, wenn das Blitzes sich nicht in Ländergrenzen hält, wenn das Plasma rot statt blau wirkt, dürfte es eher an Lichtbrechung durch Partikel an der Atmosphäre. Eventuell war es also irgendwo, wo relativ viel in der Luft ist. Subtropisch. Subtropische Steppenregion. Es war auf jeden Fall ein warmer Ort. Na, dann kommt das wahrscheinlich sogar hin. Cool. Okay. Ah ja, macht natürlich Sinn, ne? Mit der Lichtbrechung. Viel in der Luft. Mhm. Oh shit, wo waren das nochmal? Ich hab alles vergessen. Wo ist der Conny-Platz?
Moment, hier können sie eh nicht rüber. Ich weiß nicht mehr. Hätte ich doch gleich gemacht. Habt ihr losgelassen? Ja, okay. Ich glaube, wir putzen hier erstmal. Lieber am Nordpol, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja, es war komplett, es war ständig woanders. Einmal, als der Tag gewechselt hat, bin ich in einem Fluss gelandet. Ich glaube, in... Nee, ich weiß nicht mehr, wo das war. Auf jeden Fall in einem Fluss gelandet einfach. Und erstmal... Das war so eine... Das sah nach einer sehr alten Stadt aus, letztendlich. Ach, ich weiß nicht mehr. Ich hab so viel bereist letzte Nacht. Ich konnte mir nicht alles merken. Shit. Ja, geht schon mal vor. Ich komm nach. Okay. Boah, bist einmal im Dorf, ne? Das ist auch ein Irrgarten. Ein schöner Irrgarten, aber. Ich bin jetzt auch schwimmen. Aber ich wollte jetzt eigentlich nicht weg. Ich wollte den Conny-Platz wiederfinden. Was ist denn hier? Aha. Auch gut. Hi. 61. In Afrika war man nicht, ne? Aber ich war auch in Kanada. Kanada war schön. Aber ich weiß ja nicht, wo dieses subtropisch war. Vielleicht war das ja Afrika, keine Ahnung. Aber Kanada hat mir gefallen. Jetzt bin ich mega lost, ey. Ich wollte eigentlich... Weiß ich gar nichts mehr. Ah, hier, okay. Hier war das. Wo war denn jetzt der Conny-Platz? Der muss ja hier in der Nähe sein. Den finde ich nimmer. Den habe ich verloren. Ich bin in der Ecke. Och, ich weiß nicht. Gleich mache ich weiter. Gibt es noch eine Flaschenpost zu erledigen? Oder habe ich keine mehr? Ich glaube, das war's, ne? Hier ist noch gesperrt, aber mir fehlt jetzt Geisterpost, meine ich. Ich sehe keins mehr auf der Karte hier. Nee. Dorf wäre dann theoretisch fertig. Natürlich habe ich jetzt noch einen Haufen übersehen und nicht gemacht, aber ich finde mich hier nicht zurecht. Ja, Kanada, eigentlich war ich in der Wildnis. Ich weiß gar nicht, warum ich es definitiv als Kanada deklariert hatte. Vielleicht hat sie es mir auch gesagt, ich weiß nicht mehr. Und dann war man noch in irgendeinem US-Bundesstaat, aber das war eher was Südlicheres. Komm gerade auf den Namen nicht. Müsste ich googeln. Keine Ahnung. Ah, der Conny-Platz!
Shit, aber wo war jetzt Conny? Oh ne, ich hab keinen Bock mehr. Ich find das nicht. Oh mein Gott, das ist ja... Warte mal, auf der Map gucken. Kann ich mir hier irgendwie Notes machen? Nee, ne? Dann könnt ihr ja merken, direkt vor der Brücke ungefähr, bevor das Lagerhaus kommt, hier ist der Conny-Platz. Und die anderen zwei habe ich noch gar nicht gesehen. Wo sind die dann? Könnten ja auch überall rumliegen jetzt. Ach, Moment. Das war ja ums Eck. Oh Mann, ich suche alles ab und dann ist es da hinten. Warte mal, also jetzt einfach da hinten hin. Kommt ihr da durch? Kommt ihr da? Oh shit. Warte mal, könnt ihr das benutzen? Ah, hier durch. Rafft ihr da? Achso, kommt mal mit. Gucken, ob die das raffen. Es sieht gut aus. Okay, Nummer 1. Okay. Ach, irgendwie habe ich keinen Bock, die anderen Connys zu suchen. Oh, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Okay, mal überlegen. Sie sind relativ in der Nähe. Wenn der eine da hinten war, dann ist einer bestimmt hier irgendwo. Gehen wir die Sache mal logisch an. Warte mal, hier, da hinten liegt, glaube ich, einer. Oder? So schlimm ist das da nicht. Wo läuft ihr denn hin? Oh nein, was macht ihr? Na gut, das geht auch. Okay, eins noch. Wo ist die letzte Conny? Okay, wenn die eine Conny... Ja. Hier irgendwo. Naja, ich glaube nicht, dass er da an dem Bootssteg rumliegt. Komm, die letzte will ich jetzt auch noch. Ich sehe sie hier irgendwo. Was ist denn das hier eigentlich? Achso, das Lagerhaus. Haben wir das schon mal gecheckt? Waren wir da drin? Kennen wir schon das Lagerhaus? Aber eigentlich... jetzt verführen sie mich, da mal reinzugucken. Das scheint was Größeres zu werden, oder? Kennen wir das schon? Ja, super, jetzt komme ich nicht mehr raus, oder? Doch, doch, ich glaube, wenn ich auf das Ding drücke. Müsste schon drin gewesen sein. Ja. Wir waren jetzt schon so in vielen Höhlen da. Ja, das kann schon sein, dass wir das kennen. Aber wenn hier die... Ah, da haben wir vorgestern, glaube ich, angefangen, ne? Weil hier sind ja auch die Steine. Definitiv. Okay, dann versuche ich nochmal rauszugehen. Ich hoffe, es geht. Ich glaube, da haben wir vorgestern angefangen.
den Süden lang. Aber glaube ich, komm drauf. Wie heißt denn das, wo? Warte mal, also Kalifornien, Arizona, New Mexico, Louisiana, Mississippi, Alabama. Da war es vielleicht doch nicht im Süden. Aber ich weiß wieder, wo es ist. Wie heißt denn das? Colorado. Colorado war es. Aber das war nicht im Süden, ne? Ja, okay, okay. Von Kanada aus gesehen, noch im Süden vielleicht. So. Okay, wir hatten noch eine Conny zu suchen. Ich sag's ja nur ungern, aber eine fehlt noch. Conny, mach mal Piep. Danach würde ich wieder auf Mission gehen. Zentrum? Okay. Okay, hat sich ja übrig. Danke. Uhu. Muss zugeben, wir haben jetzt gerade ziemlich Glück gehabt, die zu finden. Okay, kommt mit. Kommst du? Ja. Was habt ihr... Wo ist Conny? Was habt ihr... Warum? Falsche Taste. Da bitte nicht hingehen. So. Das mit den Treppen geht klar, oder? Ja. Okay, alles klar. Ja, ich weiß, Max, von Kanada ist alles im Süden. Das war ja der Gedanke. Hey, was habe ich denn jetzt gekriegt? Ich habe nicht aufgepasst. Habe ich überhaupt was gekriegt? Doch, oder? Kein neuen Rod? Irgendwas werde ich gekriegt haben, ne? Aber kein neuer Rod anscheinend. Okay. Ein Hut! Jetzt habe ich gar nicht gesehen, welcher. Egal, wir müssen eh noch in den Hut laden. Ja, der ist so ein... Warum kommst du nicht mit in die Gruppe? Was ist denn mit ihm? Was ist mit dir? Ey, was ist mit dem? Warum kommt er nicht mit? Ein Einzelgänger. Nein, ich schieße ihn nicht an. Jetzt ist er weg. Ne, oder... Ach, keine Ahnung. Ist mir wurscht. Mach doch, was du willst. Erstes Gericht aus der Kochbox. Backfisch mit buntem Gemüse. Okay, Dill-Tipp. Echt gute Ware. Fisch ist top. Zwei Mahlzeiten. Der Eremit unter den Rotz. Das ist Wolf. Schön. Sehr schön. Okay, ich glaube, wir wollten wieder weitermachen, ne? Wir haben jetzt genug im Hutladen noch und dann gehen wir wieder in unser anderes Problem. Da haben wir ja noch ein Rätsel vor uns. Was ist hier los? Wahrscheinlich geht da noch nichts, ne? Und wenn, dann von der anderen Seite. Prüfungen will ich nicht machen, sei denn ich muss. Okay. Okay, ich brauche einen Porter. Beziehungsweise einen Hutladen. Hutladen war wahrscheinlich hier in der Mitte. Ja, genau. Die lang. Nix, nix. Der Hutladen ist gerade relativ.
Kann ich hier hoch? Da springt sie bestimmt nicht wieder hoch. Ich kenne sie doch. Erstmal am Schwimmen ist, will sie nicht hoch. Ah, gut, sie kann stehen. So, 1-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 
Schade, ich hätte am liebsten hätte ich noch viel mehr wie die drei. Aber okay, man kann nicht alles haben. Hier. Die einzige Hinweise, die wir haben, ist der Torbogen. Die Symbole hier, aber die sind anders. Vielleicht darf ich mich auf die gar nicht so fixieren. Wir gucken uns den mal hier an. Mal gucken, was da noch für Dinger sind. Ob wir da so eine Art Flamme sehen. Karo? Achso. Wie haben wir das nochmal gestartet? Bombe? Ja, Bombe. Ein Karo hätte ich ja, sehe ich gerade. So eine Art Feuer. Das wäre ja hier unten. Da sind noch verschiedene. Sieht ja zum Teil lustig aus, was es da gibt. Wartet mal, vielleicht müssen wir einfach nur die, diese... Ja, okay, vergesst das. Wir müssen einfach nur diese Zeichnung vervollständigen und keine Symbole anordnen. Alles klar. Hier war auch sowas, ja... Jetzt leuchtet alles. Okay. Ui. Bootsfahrt. Yay. Wie sie alle sitzen. Och, und jetzt Gegner. Das ist ja unerheuerlich hier. Ungeheuerlich ist das. Schnellzug. Aua. Kommen gar nicht zu mir. Schaffen sie gar nicht. Geht die Fahrt jetzt weiter oder muss ich... Ich dachte schon, wir hängen fest. Keine Pfeile mehr. Aber wir sind eh schon da. Och nö. Ich mag die Pfeile. Autsch. Doppel-Autsch. Wo bin ich? Ah ja. Hey! Mach doch nicht den Move! Slow-Mo sterben! Yo! Okay.
Oh shit, jetzt bin ich ganz tot. ja gut, das war jetzt vielleicht nicht der Plan. Ja, schwimmen wir aber vielleicht besser in einem anderen Gewässer. Hier, ich weiß nicht so recht. Daneben! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich schleudere mich wieder ins... Nee, heute nicht. Er ist unaufhaltsam! Okay. Glück gehabt. Ja, du hast auch den Gegner getroffen. Finde ich gut. Naja. Aber die Nordsee tut mir wenigstens nicht weh, wenn ich reingehe. Hoffe ich zumindest. So, Moment mal, bevor wir weitergehen. Ja, ich glaube, hier war nichts mehr, ne? Nee, okay. Als ich das erste Mal an der Nordsee war, ist sie weg. Ah, die kommt wieder, habe ich gehört. Hin und wieder kommt sie wieder vorbei. Ich wurde ja damals traumatisiert als Kind. Ich habe die Story schon mal erzählt, ich weiß. Aber für die, wo sie noch nicht kennen. Als ich das erste Mal mit meinen Eltern in der Nordsee war, sind wir dann rumgestappt, als gerade Ebbe war. Und das war halt alles super neu für mich. Und ich hatte da so coole Gummistiefel an, war alles ganz cool und toll. Aber auf einmal bin ich halt festgestocken in der matschigen Ebbe-Dingsbums. Kam ich nicht mehr raus, ne? Und Mama, Papa, ich komme nicht mehr raus. Und meine Eltern dann so scherzeshalber, musste hier bleiben. Aber ich wusste ja, dass irgendwann die Flut wiederkommt. Zum einen wusste ich das und zum anderen habe ich dann an die unendliche Geschichte gedacht, wie das Pferd versunken ist. Aus irgendeinem Grund habe ich gedacht, ich versinke und ertrinke gleichzeitig. Und dann habe ich angefangen zu heulen. Und meine Eltern haben sich totgelacht. Das fand ich nicht nett. Wieder so ein Rätsel. Okay, alles klar. Soll ja gut für die Haut sein, ja. Sagt man. Die falsche Taste zuerst. Ach so, ich dachte, ich muss wieder Bildchen machen. Ich will nicht. Muss ich beide gleichzeitig? Okay, ich mache jetzt erst den. Lassen die sich einfach? Ja, okay. Tschüss. Ich muss weg. Oh, die bleiben aber sehr lange. Anscheinend muss ich die wirklich gleichzeitig machen.
Oh nein, die Steine sind weg. Ich hoffe, das hat sich nicht wieder umgewandelt. Das sieht gut aus. Ich glaube, das Wasser wird schon klar. Beziehungsweise ist es gar nicht mehr da. Auch gut, jetzt haben wir hier die Ebbe. So. Scherzen, da hat mein Vater auch gebracht. Nur, dass ich nicht schwimmen konnte. Die Schwimmflügel hilflos im Serum zappelte. Das ist gemein, ne? Das ist voll gemein, ey. Ja, ich konnte zu dem Zeitpunkt auch noch nicht schwimmen. Das kam ja auch noch dazu, aber es wäre ja egal gewesen, wenn ich feststecke. Wäre ich ja so oder so erst soffen. Kam auch nicht auf die glorreiche Idee, aus den Stiefeln rauszugehen, ne? Ein ganz kleiner dummer John. Von der Seite angepiekst. Ich mag das nicht. Und ich mag ich auch nicht. Oh no. Seht ihr denn? Okay. Fall runter. Geht wahrscheinlich nicht, ne? Aber ich kann runterfallen. Oh. Was passiert? Ah, die verfolgt mich ja richtig. Selbst getroffen. Vielleicht. Aber, nee. Er ist immun. Gut. Gut, gut. Machen. Wie schön die Musik jetzt ist. Also schon die ganze Zeit schön, aber. Bin ich jetzt fertig oder soll ich wieder gehen? Okay. Zehn Spitzen am Abgrund entlang, bei Spielerfalltod. In den alten Dark Souls-Teilen war das noch nicht so. Da konnten auch Bosse mal runterfallen. Das war lustig. Oder Demon's Souls. Ich glaube, ich bin hier fertig, oder? Was sagt mein Ziel? Ja. Der blaue Punkt ist weg. Ich kann gehen. Beseitige die Verderbnis in den Dörfer. Ich denke, ich muss jetzt zu der Reue, ne? Wie geil die Mucke gerade ist. Ne, warte mal, was ist denn hier los? Ne, 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 ne. Was ist denn das? Das sieht nicht gut aus. Komme ich nicht hin. Voll dramatisch die Musik. Ah, hier. Okay, wir bleiben noch ein bisschen, würde ich vorschlagen. Echt nice die Musik. Schaffe ich das? Hmm.
Wieso explodieren die manchmal sofort ohne Pfeil? Ja, also ich finde das gut, aber wieso funktioniert das? Ich weiß gar nicht, ob ich da hin will. Sieht bedrohlich aus. Das ist ein Boss, ne? Ja, die Encounter haben... Ja, aber die ist ja instant... die ist ja instant... zerbombt, als ich sie geworfen habe. Da blieb ja nicht mal Zeit, Pfeil nachzuschmeißen. Das kann ja jetzt was werden. Darum springen. Okay, das geht auch nur sehr kurz. Treffen die mich eigentlich auch hier? Ja. Überall durch. Aber alles andere ist zu weit weg. Ich muss hier weiter. Das ist ja nervig. Ah, da hinten. Hopp. Oh nein. Ach, okay, okay, ich verstehe aber. Das Herz leidet. Hört die Wehklagen. Oh Gott. Hör! Okay. Was haben wir jetzt gemacht? Lustig. Warte mal, jetzt bin ich ja oben, ne? Jetzt macht mir das ja nichts. Das ist gut. Da oben. Ja, da bin ich safe. Mhm. Kriegen wir alles hin. Die Frage ist nur wann. So. Wir haben ja schon ein gutes Stück geschafft, nicht wahr? Jetzt sind wir schon mal hier. Jetzt muss ich mal wieder aufpassen von der Feuerwelle. So, das ist wieder zum Anschießen. Seht ihr? Achso, ja gut, die ist jetzt explodiert, weil es kein Treffer war, aber... Das ist auch schon mal auf dem Stein passiert. Okay, ja, das nächste Mal. Dann muss ich da noch schießen wahrscheinlich, damit der sich umdreht. Und dann kann ich den als Brücke verwenden. Das ist der Plan. Okay, let's go. Jetzt aber aufpassen. Auf einmal. Schnell, 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 schnell. Wo jetzt hin? Auf das Ding? Oh, ne, da kann ich nicht draufstehen. Das ist so dumm. Warum kann ich denn da nicht draufstehen? Und woher soll ich das wissen? Wie sie dann einfach so rumklitscht. Das macht keinen Sinn. Nein, ich will lieber in den roten Todesnebel fallen. Das ist viel schöner.
denke schon mal, dass das richtig war, dass ich den umlenke. Und dann dahin. Oh. Ach so, nee. Oder? Ich guck mal. Ich guck mal. Nee, so macht der keinen Sinn. Und ach du Scheiße. Wenn mich was tötet, sind es die Steine selbst. Das ist doch nicht euer Ernst. Hä? Jetzt muss ich wieder hier anfangen? Ich hab einen anderen Checkpoint. Oder wie? Oder. Das ist eine Verarsche. Das ist eine Verarsche hier. Ich war doch schon weiter. Steine. Immer töten sie mich. Ach nee, den musste ich gar nicht drehen. Ich muss nur die Blume. Oder? Ja. Ah, hier stehe ich safe. Okay, wir sind wieder hier. Ich stehe hier eh safe. Was mein Plan ist, dahin. Ah! Hallo Sinas. The Host of Seraphim, stimmt. Sehr ähnlich. Ich könnte mir vorstellen, dass das sogar die Gruppe ist. Man, also, wer weiß. Vielleicht haben die ein bisschen Soundtrack dazu beigetragen. Okay. Okay, auf ein neues. Okay, hier wird zu aufpassen. Wo soll ich jetzt hin? Das ist die Frage der Fragen. Da wird sie nicht landen. Warte mal, ist hier eine Blume? Okay, eine Blume, alles klar. Oh Gott. Oh mein Gott, okay. So, du Mistvieh. Jetzt wirst du gerottet. Oh, macht es mir nicht einfach, ha? Oder eben doch. Matthias Heuer. Na schön, wie wir immer so ein Kapitel schaffen, ne? Ah ja. Das ist aber lieb. Hallo Borg. Das Dorfherz. 64. Komm einfach dazu. Willkommen im Team. Na gut, dann gehe ich mal.
found the relic, but the village heart was gone. It all makes sense now. She must have moved mountains to transport the village heart. Hm. If anyone could find a way, it would be Adira. I'll return the relics to the tower. Thank you for your help, Hanna. Den Turm. I know it's hard to revisit the past. I'm glad you've come, Kana. I believe you can help her find peace. Be careful. Okay. I found the relic, but the village heart was gone. Okay, gleich. Now, if anyone could find a way, it would be Adira. I'll return the relics to the tower. I'm glad you've come, Kana. I believe you can help. Okay. Also ist hier jetzt alles fertig, ja? Befreie Adira. Okay, das gehört ja noch zu dem Kapitel. Da können wir ja noch hingehen. Wir haben ja noch Zeit. Ja. Gucken, was wir in der halben Stunde noch schaffen. So. Na gut, wenn man so schnell da hinkommt. Der Turm ist auch nicht zu übersehen. Das finde ich gut. Aber wenn ich da hochkraxeln muss, wird das eine andere Nummer. Na, meine Freunde, haben wir uns hier schon umgeguckt? Ja, ne? Also größtenteils. Ich brauche keine Brücke. Da wollte ich ja schon das letzte Mal hoch, ne? Durfte ich noch nicht. Ja, da ist bestimmt noch ein Bossfight drin. Was war das? Ah, da hinten, mein Freund. Okay. Dachte schon, wer knurrt mir denn da ins Ohr? Ein Rod war das bestimmt nicht. Ja, okay. Jetzt ist alles an. Ja. Wenn man so nach oben kommt, finde ich gut. Ah, naja, ist noch ein Stückchen. Oh, war ja. Ist noch ein kleines Stück. Ultraschall, nüchtern, kein Kaffee. Ich nehme mir einen mit. Wenn ich mir das so vorstelle, kaum aus dem Ultraschall raus, schnell den Kaffee machen. Sechs Uhr aufstehen, ah, das ist heftig. Wer hat seinen Teller nicht leer gegessen? Was ist hier passiert? Schaffe ich den Sprung? Ja. Ist gut. Wie kann man da nicht runterfallen? Also klar, man kann theoretisch runterfallen, aber wird's nicht provoziert. Oder es wird jetzt schon provoziert. Was mache ich jetzt? Maske hilft mir auch nicht mehr. Was soll ich jetzt machen? Nicht weiter. Ah!
können wir nur diese Blömscher machen. Zehn vor sechs. Ja, bei mir ist immer so 7:30 Uhr. Hopp, hoch. Okay, was ist das? Oh, wir sind ja schon recht weit oben. Ist das hier schon der finale Schauplatz in diesem Kapitel? Anscheinend. Du siehst nicht nett aus. WB, Pandera. Oh oh. Das Ding ist viel zu schwer für dich. Oh nein, es ist Heisenberg. Oder so ähnlich. Verdorbene Holzschmiedin. Okay, was geht hier ab? Was bedeutet das? Ich test mal was. Ich muss das zerstören, oder? Ist das nicht gut für dich? Oh, ich hätte das Band, glaube ich, fast zerstört. Das war schon so rötlich. Okay, wir bleiben mal da dran. Ja, das will's natürlich nicht. Muss schnell gehen. Jetzt habe ich jetzt kann ich dich damagen. Richtig. Okay. Taktik ist klar. Du hast das Band wieder. Oh nein, noch schlimmer. Ach du Kacke. Der Boden ist Lava. Und er hat es wieder gemacht. Ja, sie hat es wieder gemacht. Und Admit Alt haben wir auch noch. Ja, die wollen natürlich auch noch mitspielen. Vielleicht Heilung besser noch warten. Shit. Oh nee. Ich hab doch keine Zeit. Ich muss mich heilen. Okay, das wird knifflig. Einfach weg. Ich kann ja auch rennen. Vielleicht sollte ich ab und zu mal rennen. Nein! Ey, keine Chance, ne? Ach, gerade noch geschafft. Und ruf. Ja, auf das blaue Teil. Oh, das werden noch zwei weitere Runden. Ja, das macht die jetzt noch zweimal. Jo, okay, alles klar. Jetzt mal weg hier. Ah, ich muss einmal springen nach der Öffnung. Oh, das hätte ich gleich machen sollen. In der Luft habe ich noch viel mehr Zeit. Einfach. Hey! Du musst jetzt bereitwillig dein Köpfchen herhalten. Nee. Aber ich glaube, das Ding ist jetzt am Arsch, ne? Das. Jetzt wird's Dark Souls-ig. Jetzt. Oh mein Gott. Jetzt wird's lustig. Heilung? Ich hau ab. Warte mal kurz. Ich suche Heilung. Hohoho. Miss me? Ich komme ja schon. Du brennst. Ja. Dein Energiekern ist kaputt. Hör doch mal auf damit. Komm mal da raus. Junge. Bist ein doofer Schmied.
sag's dir, wenn ich dich fertig verkloppt habe, dann wirst du mir gefügig sein und mir einen richtig geilen Stab machen, der noch viel mehr Damage macht. Oh doch, das wirst du tun. Du bist schließlich ein Schmied. Alles gut. Lass dich rotten. Also. Finish him. Also Impuls, sorry. Hi. The ancient people who settled here were drawn to the mountain shrine. But they didn't fully understand its potential. Hana and I found a way to focus the scattered energy of the mountain. I thought it would last for generations. The village heart started to fade. This was just the beginning of our problems. Something was wrong. The crops failed and poison covered the land. Hana left to search for food and supplies to save our village. I watched her go that morning, knowing I would never leave our home without her. Weeks turned to months, and she did not return. We tried everything to help restore balance, but nothing worked. I knew our home was lost, but I couldn't leave Hana behind. I had to help her find her way back. So, I started to build. Thank you.
Somehow I felt leaving would make me forget her. The life we shared would slip away. That fear blinded me, and I tore apart everything we created. I've lost someone too, and the thought of forgetting them scares me. But I've met Hana, and I know your love is strong. Even after all these years, what you built together is still a part of the land. Your bond will never be broken. Adira, kehre zum Maskenschrein zurück, um Adira zu ehren. Wow. Meine Herren, also diese Filmsequenzen dazwischen, das ist ja ultra episch. Holy shit. Sehr stark. Tolle Story auch. Super in Szene gesetzt. Als würde man einen richtigen Animationsfilm schauen. Echt gut. Das sind immer so die Highlights, finde ich. Also, das ist so gut. Okay. Da haben wir es geschafft, ne? Aber auch ein cooler Bosskampf. Okay. Zurück ins Dorf. Nehme ich mal an. Okay. Das machen wir noch. Okay, dann können wir das nächste Mal ein weiteres Kapitel starten. Ne? Das nächste Mal wird der Montag sein. Das ist auch unser nächster Stream. Ne? Hana and Adira shared something special. It lifts my heart to know they are together again. Genau, letzte Chance für euren Musikwunsch. Haut raus. Adira knew she was powerless to stop the poison. But she never gave up hope that Hana would find her way home. Zaju, I saw something in Adira's memories. Some kind of creature. It seemed to be connected to the troubles in the village. Was there no way to drive it out? You were not the first to ask me these questions. Our leader, Toshi, struggled to accept the will of nature. Toshi? Toshi loved this place, and it broke him to see it wither away. The leader of your village. I've seen this spirit on my journey. He's at the heart of the corruption that blocks the path to the mountain shrine. He will not move on quietly. Make sure you are prepared before confronting this final spirit. Ist wirklich der Final Spirit? Ist das, der letzte Akt, der jetzt kommt? Look for Toshi in the village leader hall, along the path to the mountain shrine. Toshis Maske.
Hilf Toshi. Such nach Toshi im Bergschrein. Da. Da ist das Gebiet. Dahinter ist nicht mehr... Ah, wo bin ich? Moment. Ich muss hier viele kleine Dinge machen. Benutze Toshis Maske, um den Geister... Ah, die Barrieren kann ich jetzt wegmachen. Okay. Das ist gut. Dann wird das wahrscheinlich die wichtigste... Nee, das ist die wichtigste Barriere, nehme ich mal an. Okay, alles klar. Das ist cool. Können ja eventuell noch eine machen. So eine kleine... Boah, wenn jede Barriere ein Gebiet eröffnet, das wäre cool. Wahrscheinlich nicht so groß, aber schauen wir mal. Im Norden ist das Wichtigste. Ja, da geht's weiter, ne? Nehmen wir an, dass die anderen optional sind. Hat man noch was? Adira. Okay. Gehen wir mal noch zu der hier. Und dann ist gut für heute. Haben wir noch so ein bisschen gemütlichen Stuff im Dorf zu erledigen. Das nächste Mal. Und dann geht's zum Berge. Ja. Oh shit, von hier komme ich aber nicht rüber, oder? Nee, da muss ich ja irgendwie von der anderen Seite. Nee, wie komme ich denn da hin? Wenn da alles dicht ist. Gibt's hier eine Blume? Auch nicht. Vielleicht brauche ich da erst wieder Geisterpost. Guck mal hier, was hier ist. Aber ich glaube, da haben wir das gleiche Problem. Nicht wirklich optional, muss die Kleinen machen. Ach so, okay. Na dann. Wir hätten es ja eh gemacht. Na, da ist die Brücke. Ah, aber die kann ich, glaube ich, öffnen. Da ist so ein Schalter. Gut. Dann gucken wir doch mal. Hier waren wir noch gar nicht. Nehme ich an. Was? So, ist doch ein Gegner. Okay, es geht los. Oder? Was bist du? Geht nicht. Ist alles voll. Ja, jetzt kommt ihr. Viele gerade. Zwieback. Hatte mit einem Behemoth, optionalen Boss. Bevor er umgekippt, starb Barrett. Autsch. Sowas ist immer ärgerlich, ja. Ja, du Großer. Das ist aber nicht nett. Zu spät. Ist jetzt gut? Jetzt ist gut. So, was macht... Ne, wer weiß, was das ist. Wir gucken erstmal, was hier ist.
Yeah. Da geht's zum blauen Punkt. Nur für diese Pünktchen. Na gut. Mann! Das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir alle, ne? Okay, was ist hiermit? Oh nein. Die sind wenigstens nah. Was passiert? Was habe ich jetzt bekommen? Nichts. Du hinne war mal an und nicht. Wie kann das sein? Hatte ich schon mal? Echt? Aber ich war hier doch noch nie. Ich habe doch erst die Brücke runtergelassen. Oh, na gut, so eindeutig, ne, wo wir hin sollen. Aber das scheint, da kann ich noch das irgendwie freidingsen. Naja, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, wo ich hin soll, eindeutig. Ja. Einfach nur zum Üben, okay. Wieder hier. Komme ich denn jetzt zu meinem Punkt? Ah, warte mal. Mal hier rüber. Ich sehe nicht die andere Brücke, die ich... Genau. Mach mal die mal runter. Nächstes Mal kürzer. So, aber das sieht ja noch ziemlich elendisch aus hier. Aber das ist ja auch wieder, das ist ja da hinten. Ich will doch dahin. Oh, im Basecap. Das ist ja nice. Schick. Die zweite Brücke haben wir gemacht. Ja, das ist nur die Frage, wie wir zu unserem, was wir beim blauen Punkt machen, ne? Vielleicht muss ich das hier irgendwie entfernen, aber... Ah! Muss ich... Hieß es nicht, was mit Maske benutzen, oder? Aber die andere Maske... Warte mal...
Benutze Toshis Maske, um die Geisterbarriere zu öffnen. Also ich muss Toshis Maske benutzen, aber wie? Vielleicht nicht hier? Toshi. Da ist Toshi. Toshi kann noch nichts. Ist sie jetzt ausgewählt? Das ist genau das gleiche. Ich ziehe mal nur die eine auf, ne? Ja, das ist jetzt halt ein bisschen komisch. Keine Ahnung, was sie hier tun sollen. Vielleicht muss ich das säubern. Au! Aber hier war ja kein Checkpoint. Nee, ich glaube nicht, dass ich die... Also ich kann sie mir hier angucken, ne? Hier kann ich sie mir angucken. Kann auch wechseln. Da ist Toshi, aber da unten sieht man es ja. Kann ich entweder wechseln oder schließen, aber... Mehr kann ich da jetzt nicht machen. Aber ich muss definitiv Toshis Maske benutzen irgendwie. Das haben wir ja früher auch gemacht. Ich meinte, früher stand das auch immer da, wenn wir es drücken müssen. Wenn wir sie benutzen müssen, dann steht das da. Vielleicht stehe ich nicht richtig, aber wo soll ich es denn sonst machen? Hier geht's wieder... Warte mal. Hier geht's ja wieder zurück... Naja, vielleicht war ich da. Bin ich den Weg früher gegangen, hab's deswegen schon mal gemacht. Ja, obwohl, die Brücke hab... Nee, die Brücke habe ich ja jetzt erst runtergeholt. Ach, ich weiß auch nicht. Ja, hier gibt's aber keine Blumen. Hier ist alles ist blumenlos. Da komme ich wieder ins Dorf. Das war nur die Übung. So rumschauen. Checkpoint. Kann er nicht so weit weg sein. Was ist denn das? Das sind Spielereien, die wir schon benutzt haben, oder? Um da hochzukommen, haben wir das schon mal gemacht? Ich meine irgendwie schon. Das ist alt. Hier ist nichts mehr. Okay, ich gucke noch einmal. Wenn wir es da nicht finden, dann machen wir es das nächste Mal. Vielleicht sind wir das nächste Mal klüger. Vielleicht wollen die auch erst, dass ich die wichtige Barriere öffne, damit alle anderen gehen. Kann das sein? Der anderen kleinen. Dann, wenn ich die in der bestimmten Reihenfolge machen soll, dann sollen sie mir nicht gleich alle auf einmal zeigen. Weiß nicht.
Na gut, dann lassen wir es halt für heute. Wir werden das nächste Mal schon rausfinden. Ja. Irgendwas werden wir schon öffnen können. Hat man hier eine bestimmte Reihenfolge? Ja, okay. Ja, es kann halt sein, dass wir erst die Hauptbarriere freimachen müssen, bevor das optionale Gedöns geht. Das könnte ich mir noch vorstellen. Dass uns vielleicht bei der Hauptbarriere gezeigt wird, wie man Toshis Maske benutzt. Und erst dann können wir es alleine auch überall. Irgendwie sowas vielleicht. Kann sein, ja. Okay, das nächste Mal dann. Das war's für heute. Das war's für diese Woche. Ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt in diesem wunderschönen Spiel. Wir haben wieder einiges erreicht. Ein guter Abschnitt an sich. Schöner Boss gehabt, schöne Story erlebt. Was will man mehr? Am Montag ist der nächste Stream und da geht es auch mit diesem wunderschönen Spiel weiter. Wenn wir mal kurz überlegen, nächste Woche... Es kann sein, dass wieder ein Montagsfluch da ist. Eventuell. Weiß ich noch nicht. Wenn, dann ist der nächste Stream am Dienstag. Und der Montag würde natürlich am Freitag nachgeholt werden. Das werdet ihr dann merken. Also bis spätestens Dienstag. Jetzt gibt es noch eure Musik.